Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Devil May Cry 5, die Demo angespielt. Wir werden uns jetzt hier die ganzen Sachen nochmal wieder alle einsammeln. Okay, wir brauchen keine Gegenstände oder sowas hier kaputt machen. Wir können hier einfach so durchrennen. So, plopp. 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 Gibt es irgendwie so einen Ballon? Da gibt es nichts Besonderes für, so wie es aussieht. So, wir rennen einfach mal eben fix durch. Gehen natürlich wieder bewusst in die Kämpfe. Der ist noch hin. Kommt schon der nächste. Zack. Diese Konzentration bei den Kämpfen. Und da ist er hin. Apocalyptic. Kann man gut vorstellen, dass es später wieder so eine Sachen gibt. Irgendwelche, ja, so Orb-Bälle, die rumstehen. So eine Orb-Container. Sozusagen. Die dafür sind. Wo ist er? Da. Oh, sehr schön. Diesmal haben wir ihn. Sind wir schon bei 6.097. Sehr, 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 sehr geil. Ja, kommt doch ruhig raus, meine Freunde. Die sind ja schnell gepackt. So. Und jetzt kommen sie wieder. Die guten alten Freunde von uns. Schön Dudes mit den Sensen. Zu geil, die Jungs, ey. Schlitzen mir gar nicht, hält keiner. So, Fatz! So. Oh, zack. Oh, oh. So. Schön, dass er umlockt, wenn er einen besiegt hat. Ja, flieg doch weg, du. So. Au, ich wollte ihn gerade runterhauen. Das war's aber schon mit ihm. Oh, danke für eure Orbs. Fast wieder 1000 Stück gesammelt. Na, gib mir den auch mal mit. Dankeschön. Ja, haben wir uns beim letzten Mal durchgelesen. Ladebildschirm. Das ist auch interessant. Wir kommen so in diese Vorhalle hinein und der lädt jetzt. Und dann sind wir einfach in einem anderen Raum. So. Hier, Vorhalle weg. Ich denke mal, dass da irgendwas Story-Relevantes passiert sein könnte.
sodass wir das übersprungen haben und jetzt hier anfangen sollen. Läuft so Sahne, Savage. Au, mit Apokalyptik rausgegangen. Dabei auf Savage hochgeprügelt gehabt in der Combo. Sehr, sehr cool. Das lief auf jeden Fall recht gut. Wir wissen ja, wir haben gleich einen Bossfight vor uns. Erstmal eben wieder alles aufladen. Geber haben wir. So, jetzt will ich nochmal eben ganz kurz in die Fertigkeitsliste gucken. Erstmal, Kreis ist Devilbreaker. Und ich verstehe tatsächlich noch nicht, was Devilbreaker bedeutet. So, entfessle die Macht an des ausgerüsteten Devilbreaker, um einen verheerenden Angriff auszuführen. Die pure Kraft dieser Technik zerstört den Arm, den du momentan ausgerüstet hast. Er wird auch zerstört, wenn du Schaden nimmst, während du Kreis gedrückt hältst. Wenn dein Devilbreaker ausgerüstet ist, Kreis halten, dann loslassen, sobald dein rechter Arm von mehr Energie... Okay. Also, verstehe. Wir haben immer nur die ganze Zeit hier ganz kurz rumgeseilt, da. Alter Schwede! Wow! Okay, Das, liebe Freunde, das ist ein Devilbreaker. Jetzt weiß ich auch, was damit zu tun ist. Sehr geil. Weg mit dir. Zack. Und nochmal. Und jetzt du. Bam! Und bam! So. Jetzt checke ich das mit dem Devilbreaker. Verstehe, ich denke die ganze Zeit... Devilbreaker, ist das jetzt einfach nur, dass wir uns am Arm hochziehen konnten? Kann es doch nicht gewesen sein. So. Der ist doch hin, oder? Ist er nicht? Okay. Nehmen wir uns wieder die widerliche Larve mit. Uah. Und dann geht's nochmal wieder zurück. Und die wird hier eingesetzt. Gonna lie. This new arm is pretty sweet. So. Sonst war da, glaube ich, keiner mehr. Nee. Und Telefon. Hallo. Hier ist Nero. I guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring? Tell you what. You call me from now on and I'll hustle all over.
die das am betreiben muss. Das ist echt gut. So, dann geht's nochmal wieder in den Shop. Also, Fertigkeiten. Wir können uns etwas für fast 10.000 holen. Exceed. Eine Verbesserung des Exceed-Systems verbraucht zwei Teile der Ex-Anzeige, um Exceed-Aktionen der Stufe 2 zu verwenden. Okay. Drücken und halten, bis die Ex-Anzeige gefüllt ist. Weiß jetzt noch nicht, wofür es gut ist. So. Ausrüstung. Wir haben hier sonst nichts anderes. Also wir können uns keine Waffen kaufen. Wir können uns Fertigkeiten holen. Roulette Spin. Wirbelnde Klinge in der Luft. Zack, zack. Pause. Ja, weiß ich. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir erlernen einfach mal Exceed. Dankeschön. Hau rein, Nico. Und dann geht's weiter zu Goliath. Dupdi-dupdi-du. Ein paar Orbs wieder einsammeln. Zack. Den. Hey, flupp. Das ist schon cool. Aber müssen wir uns den wirklich nochmal angucken? Ja, oder? Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human, do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Goliath! Also bisher ist er nur ein Berserker, aber... Hat uns beim letzten Mal schon gefordert. Aber das liegt daran, Kampfsystem noch nicht genau drinne, dann Pattern nicht raus, ne? Cool Trick! Hey, do you do parties? So, und ab dafür. Jetzt wollen wir schauen, wie wir den platt machen. Und ob! Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to kill you. Oh shit. Fängt ja schon mal direkt mit dem Scheißtreffer an. Ja, Mann. Ey, jedes Mal, wenn ich in die Luft springe, kriegt er eine Kombo gesetzt oder was? Einen Schlag, meine ich. Ach, das gibt's doch nicht. Du wirst mich doch verarschen. Oh, oh. Tschüss. Oh. Da sind wir dabei. Wow. Is there
Wow! Reiß die Kirche ein, die Idiot. Tschüss. Wenn er da jetzt rauskommt, könnten wir normalerweise einen Devil Breaker benutzen, oder? Okay, der ist hin. Nehmen wir uns den. Oh, verdammt. Mit. Ich wollte gerade noch ausweichen. Oh oh. Nicht vor ihm stehen. Alter! Was ist das? Ach Mann! Nein, das gibt's doch nicht. Ich will den scheiß Orb haben. Na, geht doch. Nein, und ausweichen. Ach komm, zu früh gerollt oder was? Oh oh, was jetzt? Wow. Ne, jetzt macht er wieder den Scheiß, oder? Oder auch nicht? Alter, ich bin noch ausgewichen. Was stimmt mit dir nicht, du Penner? Ja, Mist. Nein. Alter, ich hab schon wieder Energie abgezogen bekommen, oder was? Oh oh. Jetzt macht er den Scheiß. Renn doch schneller, renn doch schneller. Ach, das gibt's doch nicht. Ich wollte dem Scheiß ausweichen. Deswegen direkt nach links gerannt. Alter, gibt's hier irgendwo noch Energie, bitte? Alter, das kann nicht wahr sein. Wenn das weitergeht, dann sind wir gleich down. Weg. Nee, komm. Kannst du dir hier irgendwas kaputt machen? Oh oh. Was macht der? Oh oh. Nein, das gibt's doch nicht. Ernsthaft? So. Nein, gab's natürlich. Oh oh. Das wird scheiße. Oh. Scheiße, ich brauche Energie, ey. Woher kann ich Energie bekommen? Okay, das hat nichts gebracht. Ah, Mann, ey! Ein Scheiß! Fuck off and die, ey. Oh, ist das kacke. Ey, der hat uns ja sogar in die Orbs reingekloppt gehabt, wo wir da am Spielen gewesen sind. Puh, ey. Leute. Hatten wir vorher irgendwie die Möglichkeit gehabt, den Schwierigkeitsgrad zu wählen? Ich glaube nicht, ne?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht, aber ja, so. Schön. Oh, der nervt. Der nervt richtig, der Kerl, ey. Das mit dem Strahl am Anfang, das war gar nicht mal so schlecht gewesen. So, anpassen wollen wir nächste Mission starten. Aber es hat nicht gereicht. Echt blöd gesagt, aber ich meine zwar Demo und so weiter und so fort, aber ich will den hinkriegen. Vielleicht ist der auch wirklich knackig und das liegt gar nicht daran, dass ich irgendwie absolut skillless bin. Aber ich weiß es einfach nicht, das ist alles. So, das nehmen wir noch mit. Da hoch. Können wir das unterbrechen? Ja. Die machen wir mal eben schnell fertig. Coole Animation auf jeden Fall. So. Schnell wieder durchgerannt. Oh. Der hat gerade den Arm durch die Linie geschossen. Okay, das ist das also. So, da bist du. Okay, die ist hin. Alle Orks wieder mit dabei. Einfach mal durchgerannt. Okay, das geht auch. So, das kann ich jetzt nicht überspringen oder was? Das muss ich angucken. Ja. Und das war's mit ihm. Sehr schön. So. Einfix reingerannt. Arm mitgenommen und weiter. Wird geladen und dann können wir auch eigentlich wieder direkt durchrennen. Ah ne, wir haben ja noch eine Barriere. Und diese müssen wir noch eben kurz überwinden, aufprügeln. Yeah.
Und mit Savage beendet die Kombo. Nicht schlecht. Entschuldigt, wenn ich da nicht so viel rede, weil, naja, wie man sich denken kann, Konzentration im Kampf. Aber Konzentration nicht, weil die Kämpfe jetzt gerade irgendwie fordernd sind, sondern man ist tatsächlich dabei, dass man sich, ich sag mal, auf die Kombo selber konzentriert. Das ist das eigentlich. Ist das nicht eigentlich möglich, ja, einfach nur durchzurennen, weil das sind ja recht läppige Gegner. Also so wie er da am Rennen ist, sieht schon nicht so aus, als gehört das so. Ein Schwert in der Hand, als hätte er irgendwas. Tschüss. So. Nidhogg-Larve rein. Ja, ist so widerlich, das Viech, ey, wirklich. So, tschüss. Not gonna lie. Jetzt lernen wir schon den optimalen Weg hier kennen, so wie es aussieht. So, diesmal lasse ich auch Nico aus. Weil Heilung bekommen wir eh nicht. Wir haben 8000 noch was. So. Okay. Und den Kampf, den werden wir auch direkt starten. Ohne dass wir uns die Sequenz nochmal ansehen. Ups. Ich hab die. Oh, oh, da habe ich nicht aufgepasst. Sehr schön. Ey, ich hab Ausweichrolle gedrückt, ey. Schon wieder, aber das war zu früh, das gebe ich zu. Soll er das Ganze wieder einreißen. Was ich blöd finde ist, ich kann die Kamera hier nicht wenden. Insofern wenden. So. Jetzt habe ich einen Orb bekommen. Ah, ich wollte gerade nur ausweichen. Hab gedacht, das klappt vielleicht. Ah, Mist. Ja.
Okay, was machst du? Ja, Explosion wieder, ne? Aber die scheint keinen Schaden zu machen, oder? Oh, der aber. Das war ein fieser Haken. So. Und... Ah, Mist. Er frisst Müll. Ich habe jetzt nicht verstanden, wofür er den Müll gefressen hat. So, komm her, was machst du? Okay, der ist hin. Hang voll in die Fresse. Ah, Mist. Ah, fuck. Kannst du noch mal eben irgendwas kaputt hauen, damit es hier... Oh, oh. Wow. Komm her. Jawohl. Ah, shit. Oh, oh. Ah, scheiße. Wenn das mal gut ausgehen wird. Eigentlich liegt hier doch immer noch irgendwo Energie rum, oder? Oh, oh. Nein, der trifft noch! Eigentlich liegt hier doch irgendwo noch Energie rum. Bitte. Scheiße. Das wird wieder mein sicher... Will er mich verarschen? Lauf, 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 lauf. Oh Gott, da ist Energie. Lauf, 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 lauf. Die holen wir uns gleich, wenn es möglich ist. Boah, danke. Junge, die. Boah. Du Penner. Boah, du. Du dreckiger. Wow. Shit. Da wollte ich zu viel. So, was jetzt? Ja, jetzt machst du einfach nur wieder deinen Platz da. Diesmal bringt das auch noch was, oder wie? Willst du mich verarschen? So. Ja, das gibt's doch nicht. Oh, Mist. Jetzt bin ich wieder fast down. Gott, ey. Oh, oh. Scheiße. Macht er jetzt wieder den Mist? Nee. Irgendwo ein Orb. Irgendwo ein Orb. Grüner Orb, bitte. Scheiße. Hier vielleicht? Nee. Junge, 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 Junge. Kannst du nicht irgendwo noch einen grünen Orb hier haben? Hier, machen wir das Auto kaputt. Uh-oh. Ja, was bringt's mir denn, ne? Also, jetzt kann ich nur noch kämpfen. Nein! Und down, ey. Gott, den schaffen wir ja nie.
Zinse gerichtet hat. Meine Fresse. Ist doch kein Dark Souls hier. So, verlassen. Alter Schwede. Ja, was soll ich sagen? Also, es hat in diesem Sinne jetzt so nicht geklappt. Es war nicht so gut. Nein, wir wollen nichts zum Kaufen. Wir wollen es zum Titelbildschirm. Denn wenn, dann kaufen wir es für den PC. Er ist sehr fordernd, der Gegner. Aber er wird vermutlich einer von den Ersten sein. Wenn es nicht sogar der erste Herrscher oder sowas ist. Von daher mache ich mir da keine großartige Illusion. Schade gewesen. Ich denke, wir hätten ihn schaffen können. Die Explosion, damit habe ich nicht gerechnet, dass die einen Energie abzieht, aber die vorherigen haben gefühlt keine Energie abgezogen oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Macht ja auch nichts. Ich will das Spiel nicht dafür verantwortlich machen, dass wir hier jetzt in der Demo so nicht weitergekommen sind. Falls ich noch eine Folge machen werde, mache ich noch eine von der Demo. Aber ansonsten sage ich bis hierher einmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Angezockt. Ciao.